So, hi zusammen, herzlich willkommen hier bei mir im Kanal 83MeToo und in diesem Waschtutorial Nummer 3 müsste das sein, möchte ich euch zeigen, wie ihr euren Wagen mit einer richtigen Schaumwäsche behandelt oder einer Vorwäsche und was brauchen wir dazu. Wir haben hier einmal die Gloria FM10, die dient dazu, also ein Schaumdrucksprüher, damit wir den Schaum produzieren und auf den Lack bekommen. Dann haben wir hier Snowform vom Hersteller Valet Pro, habe ich nur umgefüllt in so einen kleinen Behälter. Der dient dazu, um den Schaum zu produzieren in dieser Flasche. Dann haben wir für die Reinigungsleistung, die natürlich erzielt werden muss, damit das auch gereinigt wird, das Fahrzeug. Diesmal von Chemical Guys V07. Das ist ein einfaches Shampoo. Und dann im nächsten kein Apollinaris oder kein Geroldsteiner. Ich bin ja Geroldsteiner-Fan, wie man hinten sehen kann. Nein, hier ist einfach ein stinknormales Leitungswasser drin. Egal ob kalt oder warm, das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Und man beginnt damit, man füllt den 1 Liter Wasser in die Gloria FM10. So, und dann im nächsten können wir hier schon hingehen und das Snowform umfüllen. Habe ich deswegen nämlich hier so einen kleinen Messbecher dabei. Und man benötigt lediglich 15 Milliliter von diesem Snowform, also wirklich ganz, ganz wenig. Zack. Ja, das war schon ein Ticken zu viel fast. Können wir ein bisschen rüberkippen. Da muss man wirklich aufpassen, dass es mal kleinkariert klingen. Aber so ein paar Milliliter machen hier wirklich was aus. Das sind jetzt ca. 15, das reicht aus. Und das wird hier hinzugegeben, damit der Schaum in dem Wasser produziert wird. So, Deckel drauf, damit nichts verschüttet wird. So, und dann nehme ich hier nach Gefühl einfach zack so einen kleinen Spritzer von dem Shampoo. Ja, und das Ganze tragen wir jetzt aufs Fahrzeug auf. Und wie das aussieht, seht ihr. Nun angekommen am Wagen, habe ich jetzt hier die Gloria in der linken Hand, nehme die rechte Hand und muss jetzt hier pumpen. Arbeitet mit 3 Bar Druck und wir müssen jetzt hier einen ordentlichen Druck aufbauen. Und hier ist ein kleines Überlaufventil, Überdruckventil, sorry. Und sobald es hier ein bisschen raus sprudelt, strömt oder was auch immer, müssen wir aufhören zu pumpen. So, es hat nämlich jetzt genug Druck und jetzt können wir den Wagen einsprühen. So, wie ihr sehen könnt, haben wir ein richtig schönes Schaumbild. Und der Dreck wird nämlich jetzt vom Lack runtergetragen oder abgetragen. Und das ist wirklich genial, denn so ist das am möglichst schonendsten für den Lack. Ja, danach wird der Wagen natürlich komplett jetzt erstmal eingesprüht und dann mit dem Hochdruckreiniger abgespritzt. Ja, wie ihr nun sehen könnt, habe ich den Wagen gesamt komplett vorne bis hinten, oben wie unten, komplett mit dem Snowform Drucksprüh Gloria FM10 eingesprüht. Sieht soweit gut aus. Der Schaum tropft auch langsam runter, lasse ich das Ganze noch ein bisschen einwirken und danach geht es mit dem Hochdruckreiniger drüber. So, wie ihr nun sehen könnt, habe ich den Wagen erfolgreich abgespritzt, komplett mit dem Hochdruckreiniger und üblich bekannt von Valet Pro mit dem Schaum haben wir jetzt hier die ja wirklich tolle Reinigungsleistung erzielt. Felgen sehen ebenso super aus, also auch richtig schön geworden. Die erglänzen und erstrahlen wieder richtig schön. Und ja, ich sehe da gerade da oben in der Ecke ist noch ein bisschen was drin. Da müssen wir mit der Felgenbürste dann nochmal dran gehen. Okay, ansonsten wirklich sehr gut geworden. Und ja, im nächsten Schritt kümmern wir uns jetzt um die Handwäsche.